So Leute, wir sind wieder hier zurück in Apocalypse, Minecraft Apocalypse und sind weiter am Pet Hunten, Pet Farmen. Wer dachte ich fliege vorbei, hä? Wer dachte ich fliege vorbei? Na, wahrscheinlich alle nicht, weil ich glaube ich wäre ich vorbeigeflogen. Rein damit. So. Ja, wie gesagt, wir sind zurück in der Folge Apocalypse, wo ich jetzt wieder hunten gehe. Pets hunten. In der letzten Folge. Warte. Was bisher geschah? Ja, Leute, schaut euch einfach die Folge an. Ich versuche es beim i zu verlinken, wenn es geht. Ich weiß nicht, ob es geht, weil ich weiß nicht, ob ich es kann. Ich werde probieren. Ich werde es probieren. Verspreche ich, kann ich aber nichts. Ja. Leidenfett. Meine Schulter ist gerade so am Abfacken. Ich tue gerade so hart weh. Ja, schaut euch mal die Folge selber an. Ich bin okay. Nein, Spaß. Darum geht es mir nicht. Es ist einfach darum, dass ihr Spaß habt. Und deswegen will ich nicht spoilern. Tschüss. So, ich möchte natürlich auch Spaß haben, das ist nicht, aber oh, zu übrigens, Leute, falls irgendjemand von euch das nicht weiß, das ist die Inventory Pets Mod, bevor ich wieder gefragt werde. Inventory Pets Mod. Ich sag euch so, morgen werde ich intern erzählen, dass ich über eine Doppelchest voll Pets habe. Und dann werde ich versuchen, seine Reaction zu filmen. Und hier ist eine Chest. Und da links ist auch wieder eine Chest. Spinne wieder. Haben wir schon, aber nehme ich. Hier. Ist wieder selbe Verfolgung, ich glaube, oder? Ja, es ist dasselbe. Schade. Ja gut, man nimmt, was man kriegt, oder? Wie war das Spiel vor dem? Ja. Genau, hier ist das Dorf und das ist auch. Was soll ich jetzt noch sagen? Ich werde versuchen, seine Reaction natürlich zu filmen. Wo ist der Amos noch da? Hallo. Dass er natürlich auch seine Reaction mitbekommt. Und ich habe übrigens vorhin auch Anton Stuff gesaved. Also er dachte echt, seine Items sind weg, weil er halt gestorben ist und da halt kranke Mobs waren. Das sind die ich auch vorhin in der letzten Folge gezeigt habe, die ich als Morphs habe jetzt. Mit dem man die gutes Troll-Potenzial haben, sag ich mal. An Anton. Und ja. Die da. Ja, also ich tue eigentlich auch mal hier rein, du. Und so, dann legen wir uns hin. Aber das ist so OP, diese Ender Chest. Ich bin so froh, dass ich die bekommen habe. No joke. So mies, dass die Laser genau in der Mitte ist. Warum heißt die jetzt Fred? Fred Feuerstein, aber. Dann hol ich mal kurz hier die Chest raus. Und dann suche ich weiter Pets. Boah, wisst ihr was, Leute? Ich kann ja fliegen. Soll ich mich mal auf die Suche kurz einfach nach so einem Cloudpad machen? Soll ich? Ich weiß nicht, ob ich soll. Nein, da gehe ich. Wait, sind direkt zwei nehmen. Da gehe ich jetzt nicht hin. Weil, falls ihr dieses irgendwie langes her Episode Dingsbums gesehen habt, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Dann. Oh, ich hab, muss kein bisschen aufstoßen, sorry. Dann wisst ihr, was es macht und ich will das nicht nochmal machen müssen. Tschüss.
So. Und das ist... Mir kommt hier im Moment. So, also, miese Brise, wenn da jemand reinkommt. Und ich würde sagen, ich suche jetzt echt, glaube ich, mal nach so einem Cloud-Pad, weil mit dem könnte ich ja noch viel, viel geiler halt nach diesem Pad suchen, oder? Ja, das machen wir jetzt. Außerdem könnte ich dann so nebenbei auch gut die Map erkunden. Ich sag mal so, ich habe meine Singleplayer-Map getestet, die Dinger sind über den Wolken. Also was bei mir in der Singleplayer-Map. Das ist echt miese Brise. Aber als Blaze kann man das echt gut gucken. Das ist echt nice. Ey, es sieht so aus, als würde ich fast nicht moven, aber ich bin eigentlich übel schnell. Wo sind denn diese Dinger? Das sind eigentlich so spiralförmige. Genau, also so spiralförmige Dinger. Quasi, die, wo dann so ein Chest drauf ist. Ich glaube, bei denen sind dann die Soldier drauf. Und bei diesen kleinen Dingern, es gibt noch so kleine Dinger, da hatte ich das, die Blaze her. Da ist quasi dann, sind so ganz kleine und die sind weiter unten. Glaube ich. Und das habe ich auch schon mal gefunden. Was ist das? Leute, falls ihr wisst, was es ist, schreibt es in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Und hier war dann in der Nähe quasi dieses Ding, dieses Spiralding. Ich glaube, das Ding hat nichts zu bedeuten. Also für die Spiraldinger. Ja genau. Weil mit diesem Cloudpad, das ist so OP, man kriegt erstens kein Fall, man braucht das Schaf nicht mehr. Zweitens ist schneller als Creative, man kann also im Flug halt. Dann wenn man Sprint Jump, das, dann bist du halt bist man echt schnell. Was es ist, hier, das ist genau Nether Quarz, mies, aber Fast Fly, Float Down und Lightning Strike. Lol. Das gucke ich mir kurz an. Okay, doch nicht. Die sind doch nicht so freundlich gesinnt. Also ich kann die Kiste auch nicht mehr öffnen. Gott, ich kann heute. Auf jeden Fall nach die. In no joke, wo sind diese Dinger? Wo sind die? Wo? In no joke, wo sind die? Da unten sind wahrscheinlich so viele geile Pets unten. Safe viel geiles jetzt. Bei mir gab es auch heute zum Abendessen einfach Ente, weil wir haben so ein Ding bekommen von so einer, keine Ahnung, so eine Art Friteuse quasi, und da meine Mutter halt jetzt, also hat ein bisschen halt dieses Weihnachten bekommen. Und dann hat sie jetzt mal Ente gemacht und war sogar relativ lecker. Was gab's für euch zum Abendessen? Oder was gab's für euch heute zum Essen? Was gab's für euch? Ich weiß nicht, wann das Video ist. Würde mich mal interessieren.
Ey. Ja, ich bin weg, ciao. Ich stell dir vor, ich müsste das Ganze jetzt laufen. Oh Gott. Nee, ich benutze lieber Fred. Los, Fred. Flammenwurf. Nein, Spaß, ist ja kein Pokémon. Ist eine freaking Blaze. Ey, no joke, wo sind die? Ey Leute, in ein paar Jahren muss einer von euch bitte unbedingt mal so eine Enton-Final für Schrei-Compilation machen oder sowas. Aus den Schreien, die sich in unseren beiden Videos zusammensammeln. Weil das ist eigentlich so mein wahrer Hintergrund hinter diesem Projekt, wisst ihr? Ein Spaß, aber das ist auch so einer der Hintergründe, die ich im Sinn hatte, so eine Schrei-Compilation von Enton und vielleicht sogar auch mir. Ja. Das kann es doch nicht sein. Land, aber nicht das, was ich suche. Das kann doch nicht so selten sein. Ich weiß, es ist selten, aber warum so selten? Ach du Heilige. Hä? Was ist das? Ist es ein Dorf? Dieses komische Dorf? Ah, es ist ein Dorf. Und wieder ein Waystone für mich, hoffe ich mal. Ja. Werde, was schießt hier? Na egal. Wait. Also Leute, hier schon mal drei Waystones. Ja, wahrscheinlich auch so viele geile neue, halt neue Pets. Unter anderem vielleicht sogar nochmal ein Ding. Illuminati Pet. Ich weiß es nicht. Das sind diese kleinen Dinger. Ich hab keinen Bock mehr. Grumm. L. Nein, Spaß. Ey, das ist nie so nix findet. Das ist super. Das war ja gerade ein bisschen still bin, aber es ist jetzt schon 9:30. Und ich bin gleich wieder K.O. Weil die Gedanken her in den Zoom kommt, dass alles hier noch geschnitten werden muss. Und dann geht wieder von 14 Minuten. Das kriegen wir noch hin. Was ist das? Nee. Machen wir hier kurz einen Point. Und zwar Erkundung. Wenn ihr die Koordinaten dann seht, dann naja. Ach du Heilige. Ach du Heilige. No way. So, also Leute, ja,
Blaze. Hier die Blaze. Und dann gucken wir. Moira. Das ist krass. Aber das ist für uns unwichtig, weil wir wollen ein Cloud Pet. Das ist unsere Mission nach wie vor. Ja. Genau. Trotzdem, es gibt keins. Das ist ein bisschen mies. Hier ist alles drin, Gas. Jump moves, wall climb, hang on walls, give you string. Ah, ja. Aber es braucht, kann es ja hier auch nicht jetzt weiterhelfen, hier bei der Suche nach einem guten Cloud Patch. Was ist das? Oh mein Gott, guck mal an, wie die Welt gerendert wurde. Ja gut. Das ist ein Bild, das sollten wir im Kopf behalten. Das seht ihr nicht alle Tage. Nein, das wollte ich nicht. 3A. Ja, Anton wird auch mal wieder, ja, absolut keinen Bock mehr haben, wenn er merkt, was ich hier alles auf mich genommen habe. Wenn du, Anton ist so einer, der gibt relativ schnell auf. Das ist nichts gegen Anton, aber er gibt echt relativ schnell auf. Und ist ziemlich schnell unkreativ, sag ich mal. Zum Beispiel auf, wir haben Klassenserver. Da habe ich an einem Tag den Ender Dragon direkt geklatscht. Und er gesagt, ja super, jetzt habe ich kein Ziel mehr. Habe ich gesagt, es gibt eine Wither. Es gibt eine Möglichkeit, den Ender Dragon wieder zu beleben. Es gibt auch viele andere Möglichkeiten. Das Ziel von Minecraft ist ja nicht nur, den Ender Dragon zu killen. Zwar großteils, aber es soll einfach Spaß machen, soll kreativ sein und nicht nur den Ender Dragon killen wollen. Ja. Naja. Für Essen haben wir eigentlich noch. Ja, aber gut. Ja, aber gut, Melonen. Wait, lol. Nochmal kurz hier ein Point. Wie hießen die Dinger nochmal? Wassertempel. Oder? Egal. Ist egal. Ocean Monument. Egal. Da habe ich Wasser mit einem S geschrieben? Vasa-Tempel. Lol. Troll Trayer. Ey, das ist mies. Das ist mies, aber ich versuche durchzuziehen. Wenn das jetzt nicht geht, dann muss ich morgen weitermachen, weil ich muss eigentlich schon seit eine Dreiviertelstunde ausmachen. Ja, das ist mies, wenn man sogar das so oft findet, aber mit eins von diesen Strukturen. Weil in diesen Strukturen muss ja nicht unbedingt ein Cloudpad drin sein, können auch ganz andere schlechte Pads drin sein, das kann auch sein. Also nur wenn wir eins finden, heißt nicht, dass ein Cloudpad drin ist. Wenn wir viel Glück haben, dann ist da auch ein Cloudpad drin. Ey, das ist miese Brise. Das ist miese Brise. Ja, Leute. Also. Ja. Dorf. Aber hier werde ich den Wayzone nicht mitnehmen, sondern ihn aktivieren.
kann ich mich aber hier hintippen. Und Anton glaube ich auch. Weil sie war schon mal gut weit weg. Wir flüchten müssen vor dem Parasiten. Ach, meine Fresse. Also Leute, ich würde sagen, das war's für die heutige Folge. Ich verabschiede mich diesmal einfach als Blaze. Warum nicht? Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wenn ihr beliebt, dass ich noch ein Cloudplay finden werde, dann lasst ebenfalls ein Like und ein Abo da und schreibt einen netten Kommentar. Wir sehen uns morgen. Haut rein. Eure Carsten 22. Und dann heißen die in dem Sinne auch Ciao.